Verantwortlich für die nachfolgende Produktion von Radio IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02 oder Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere und ausführliche Informationen zu den Programmen in Fernsehen und Radio von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, das bedeutet so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, finden Sie bei www.radiotvinfo.org. Am Mikrofon Andreas Klamm, willkommen zu einer besonderen Ausgabe von XXL Info Pflege und Soziales. Kein Thema bewegt die Gemüter in Deutschland mehr als die Diskussion um sogenannte Transferleistungen, besser bekannt als Hartz IV oder ALG II. Mit dem Jahr 2005 kam die Änderung, die Sozialämter, wie sie früher bekannt waren, sind vielerorts verschwunden und seither gibt es immer wieder Frust und Ärger mit den Argen. Die Argen, das steht für Arbeitsgemeinschaften der Kommunen, Städte und Gemeinden, die zuständig sind für nahezu 10 Millionen erwerbslose Menschen. Das meint Menschen ohne Erwerbseinkommen durch Erwerbsarbeit. Andere nennen diese Menschen arbeitslos. Daran habe ich ganz große Zweifel, denn letztlich ist jeder Mensch auf die ein oder andere Weise tagtäglich mit irgendeiner Form von Arbeit beschäftigt. Sei es mit dem Einkaufen gehen, sei es mit dem Haushalt führen, mit dem Versorgen der Kinder. In erster Linie, so sehe ich es, geht es wohl mehr um die Frage dessen, ob Menschen ein Erwerbseinkommen beziehen können durch die Erbringung einer Arbeitsleistung. Viele Frauen beispielsweise leisten ganz enorme Arbeit im Haushalt, die von der Gesellschaft und der Öffentlichkeit in der Regel leider viel zu sehr anerkannt wird. Es gibt natürlich auch inzwischen alleinerziehende Männer mit Kindern, die ebenso auf bewundernswerte Weise Hausarbeit leisten, die in dieser Gesellschaft, weil es dafür kein Erwerbseinkommen in Deutschland gibt, oft nicht anerkannt wird. Heute geht es bei XXL Info Pflege und Soziales um das besondere Thema Hartz IV und Frauen in Deutschland. Und ich begrüße gleich am Telefon zugeschaltet und freue mich darauf sehr, eine ganz bemerkenswerte Frau, sie ist eine, wenn nicht sogar die erste Maurergesellin in Deutschland. Sie heißt Beate aus Hannover und hat studiert, hat ganz enorm viel Lebenserfahrung. Sie ist eine super engagierte Frau, lebenserfahren, berufserfahren und sucht seit mehr als einem Jahr nach einer Erwerbsarbeitsstelle, das heißt nach einem Erwerbseinkommen, obgleich sie gesundheitliche Beeinträchtigungen hat. Beate spricht mit mir im Telefoninterview über ihre Erfahrungen als Frau in Deutschland, die diskriminiert ausgegrenzt wird in der Folge der im wahrsten Sinne des Wortes unsozialen Hartz-IV-Regeln. Es gibt sinnvolle Alternativen zu Hartz IV, das ist das Grundeinkommen. Und wenn die Geschichte der Frau gehört wird und wenn man sich die Erfahrungen dieser bewundernswert engagierten Frau Beate aus Hannover darüber nachdenkt, was diese Frau leistet, dann glaube ich, wird bei einigen Menschen, so hoffe ich, vielleicht das Herz geöffnet für die Idee, für die Vision des Grundeinkommens, das es möglich macht in Deutschland oder vielmehr möglich machen könnte, damit Menschen, seien es Frauen, seien es junge Menschen,
seien es auch chronisch kranke und behinderte Menschen, in Deutschland nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und vor allem auch nicht ausgegrenzt werden. Hartz IV führt bei vielen Menschen zu einer ganz enormen und schrecklichen Isolation, zur Ausgrenzung und zur Benachteiligung, sodass viele der Menschen, die Hartz IV Transferleistungen von der Agentur für Arbeit erhalten, eine Teilhabe am soziokulturellen Leben nicht mehr erleben können, beziehungsweise für diese Menschen nicht mehr möglich ist. Beate im Gespräch zum Thema Hartz IV und Frauen in Deutschland. Am Telefon begrüße ich jetzt ganz herzlich eine ganz bemerkenswerte Frau aus Hannover. Sie ist eine der ersten Maurergesellinnen nach Kriegsende 1945 in Westdeutschland. Sie wurde letztes Jahr bekannt durch ihr Engagement im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsuche und Hartz IV. Herzlich willkommen nach Hannover, Beate Worms. Wie geht es Ihnen? Ja, hallo. Auch sagen wir mal den Umständen entsprechend. Sie haben nicht damit aufgehört, zu versuchen, aus dem Gefängnis, aus der Hartz-IV-Falle herauszukommen. Peter Hartz sagte es ja in der Bild-Zeitung im vergangenen Jahr, Hartz-IV ist Betrug, ganz deutliche Worte, und hat dazu auch ein interessantes Buch geschrieben. Was ist Ihnen in Ihrer Suche nach Arbeit, auch in der Schweiz, alles geschehen? Also ich habe einfach festgestellt, dass diese ganzen Verordnungen, was Hartz IV betrifft, eigentlich Leute sogar teilweise daran hindert, überhaupt in Arbeit zu kommen. Ich habe zum Beispiel, als ich hier Zimmermädchenjob gemacht habe, das ist sowieso ein unglaublich unterbezahlter Job, wo Leute ausgebeutet werden, den konnte ich gar nicht weitermachen, den musste ich aufgeben, weil mir als Hartz-IV-Empfängerin ein bestimmter Lohn unterstellt wurde, den ich regelmäßig kriege, und der wurde mir sozusagen im Voraus abgezogen, sodass ich am Monatsanfang gar kein Geld mehr hatte und einfach diesen Job nicht weitermachen konnte. Dann habe ich mich als gelernte Maurergesellin in der Schweiz beworben, weil dort viele Handwerker gesucht werden, und bin das Risiko eingegangen, bin letztes Jahr im September in die Schweiz gefahren, habe da eine Arbeit aufgenommen und hatte ungefähr temporär für 2,5 Monate Arbeit. Jetzt habe ich dadurch Schulden. Ich musste dann im Winter wieder zurückfahren, weil dann die Bausaison da zu Ende ist und ich eben nur temporär beschäftigt war. Das Problem bei Hartz-IV-Empfängern ist, wenn jemand am 1. September eine Arbeit anfängt und am 1. Oktober seinen Lohn kriegt, dann muss der Hartz-IV-Empfänger davon den September und den Oktober bestreiten. Also bedeutet das, ich musste von einem Lohn alles alleine bezahlen, meine Wohnung hier, die Hotelkosten da und. Das bedeutet, dass ich durch meine Arbeitswilligkeit eigentlich in Schulden reingekommen bin. Und das finde ich einfach schon eine Unverschämtheit. Als ich dann zurückgekommen bin und mit einer Dame vom Jobcenter gesprochen habe, hat die mir eigentlich gesagt, ja, dann lassen Sie doch das in Zukunft mit der Schweiz, das lohnt sich ja nicht, dann nehmen Sie doch lieber einen 1-Euro-Job hier an. Was bedeuten würde, dass ich dann später auch so gar keinen Anspruch auf Rente habe und wahrscheinlich dann mit 70 noch putzen gehen kann. Also es ist, man kann machen, was man will. Man kommt einfach aus dieser Hartz-IV-Falle nur raus, wenn man in Kauf nimmt, vielleicht sogar obdachlos zu werden. Ich könnte jetzt meine Wohnung hier aufgeben und alles anleiern, dass ich im Frühjahr in die Schweiz fahre. Ja, und wenn das dann da mit Arbeit nicht klappen würde oder Bauarbeit ist auch gefährlich, wenn ich da einen Unfall hätte, ja, dann wäre ich halt obdachlos, ne? Also so obdachlos, krank und keine Perspektive. Wie ist es denn in der Schweiz? Gibt es da noch Arbeit, vernünftige Arbeit, die menschenwürdig in der Schweiz, bezahlt wird, ja, menschengerecht bezahlt wird? Also in der Schweiz, wird? Das war sehr freundlich da und die Arbeitsatmosphäre ist sehr nett, da ist nicht dieses Malochen angesagt, da wird auch noch darauf geachtet, dass man halt, wie soll ich sagen, zum Beispiel rückenschonend arbeitet auf dem Bau und auch kleine Pausen macht, wenn man jetzt schwere Abbrucharbeiten gemacht hat. Das ist also nicht wie hier, dass hier nur noch zu Dumpinglohn Akkordarbeit geleistet werden muss, weil ich möchte ja auch nicht nur 2 oder 3 Jahre auf dem Bau arbeiten, sondern vielleicht auch noch 10 oder 15 Jahre.
Und da wird schon besonders drauf geachtet. Außerdem gibt es da Tariflöhne, auch für Ausländer. Ich bin dann ja Ausländer da gewesen. Und da wird ganz stark kontrolliert, dass die Leute auch wirklich ihre Tariflöhne bekommen, auch über Temporärfirmen, die da eigentlich sehr solide sind im Gegensatz zu den Zeitarbeitsfirmen in Deutschland. Und wenn da eine Firma den Tariflohn nicht bezahlt und die werden erwischt, dann müssen die der betreffenden Person erstens mal das fehlende Geld zurückbezahlen und noch richtig Strafe bezahlen. Ich habe da als Frau in der Schweiz ungefähr netto zwischen 2.000 und 2.500 Euro verdient, wovon dann ungefähr 200 Euro nochmal für die Krankenkasse abgehen. Also da kann man schon von leben, auch wenn die Schweiz ein bisschen teurer ist, aber wenn ich jetzt die Wohnung hier nicht hätte, dann hätte ich da sehr gut leben können. Mittlerweile wird die Schweiz aber von unglaublich vielen Deutschen überrannt und die Schweizer, die sind teilweise auch schon nicht mehr ganz so freundlich, auf die Deutschen zu sprechen, weil jetzt allein in diesem Jahr schon 30.000 Deutsche in die Schweiz ausgewandert sind. Und weil die hier vor diesen Hartz-IV-Zuständen flüchten halt. Das Ja, heißt, und auch in der Schweiz gibt es Beschränkungen, Restriktionen, was die Aufnahme von Menschen aus Deutschland anbelangt. tja, es ist nun einfach mal so, dass die Schweiz ein kleines Land ist und es gab schon Artikel, wie viel Deutsche kann die Schweiz vertragen, ne? Und irgendwann ist dann Schluss, ne? Also irgendwann können ja jetzt nicht alle arbeitslosen Deutschen darüber gehen, weil die Schweiz ist nun mal ein sehr kleines Land, ne? Welche Erfahrungen in der Arbeit als Maurerin bzw. Maurergesellin konnten Sie machen in all den Jahren? Also ich bin auf meine Arbeit da auf dem Bau mit den Kollegen immer sehr gut klargekommen. Da habe ich nie Probleme gehabt und ich habe auch meine Arbeit geliebt. Aber hier in Deutschland bin ich als Frau teilweise in bestimmten Bereichen entmündigt. Es wird mir zum Beispiel verboten, dass ich mehr als 15 Kilo heben darf, egal ob ich das kann oder auch will. Das bedeutet, das ist schon eine unglaubliche Einschränkung, dass man überhaupt einen Arbeitsplatz bekommt, weil ein Firmenchef kann dafür bestraft werden, wenn irgendjemand sieht, dass ich da mehr als 15 Kilo hebe. Und dann kommt noch das ganze Ding mit den Toiletten dazu, sanitäre Anlagen. Für mich als Frau sollen unbedingt extra eigene Toiletten und am besten noch eigene Duschräume aufgestellt werden, was gar nicht geht. In kleinen Firmen bis zu 10 Leuten muss das nicht sein. Aber da hat man dann auch die schwerste Arbeit und in einer großen Firma, wo ich vielleicht nur leichte Maurerarbeiten hätte, da kann ich gar nicht anfangen, weil die Chefs das gar nicht erfüllen können, für mich überall extra Toiletten aufzustellen. Der Bauplatz ist schon so eng bemessen, eine Baustelle, dass man da nicht extra noch Toiletten aufstellen kann. Und ich weiß auch gar nicht, was das soll. Und ich bin ja eigentlich als Frau in solchen Sachen total entmündigt. Wenn ich als Altenpflegerin arbeiten würde, da kann ich Menschen heben und tragen, die 100 Kilo wiegen. Aber in allen Berufen, wo es Geld dafür gibt, in Fabriken und halt im Baugewerbe, da ist es mir verboten. Also Das hatte ich ja. ich kann aus meinem Zweitberuf als Gesundheits- und Krankenpfleger, der Erstberuf ist ja Journalist, bestätigen, dass auch in Krankenhäusern wenig darauf geachtet wird, was Frauen, es ist ja ein überwiegend Frauenberuf, das muss man schon mal noch deutlich ausdrücken, da sind ja die Männer in der Minderzahl in der Pflege, auch im Krankenhaus, dass Frauen wesentlich mehr als 15 bis 20 Kilo tragen. Und die Anspruchnahme von Hilfsmitteln kommt sehr selten vor, weil einfach die Stationen chronisch unterbesetzt sind. Am 25. September findet ja jetzt auch eine Großdemonstration mit über 60.000 Teilnehmern in Berlin statt. Um 13 Uhr geht's los, Rettung der Krankenhäuser in Deutschland. Das wird die Großdemonstration sein. Dieser Hinweis noch für die Hörer und Hörerinnen, die die Krankenhäuser in Deutschland retten möchten. Du hattest auch, Entschuldigung, Sie hatten auch schon mal im Krankenhaus gearbeitet, ist das richtig? Also ich hatte da mal als Reinigungskraft gearbeitet, um mein Studium damals zu finanzieren, auf einer Intensivpflegestation. Und ich habe mich da mehrmals an Spritzen gestochen, weil das war auch personalmäßig unterbelegt. Und die Krankenschwestern, die sind eigentlich nur von einem Patienten zum anderen gerannt. Das waren größtenteils Koma-Patienten und hatten dann da auch Spritzen gegeben. Also das waren meistens Menschen, die schon im Sterben lagen mit sehr schweren Krankheiten.
Und dann haben die manchmal die Spritzen liegen lassen und dann vielleicht noch diese Papierhandtücher da drauf. Und ich hatte mich da mehrmals gestochen und habe dann ganz üble gesundheitliche Beschwerden bekommen, also Müdigkeit, aber so eine Müdigkeit, wie ich sie noch nie erlebt habe, hatte. Und eine Bekannte von mir hatte gesagt, ich sollte mich auf Hepatitis C untersuchen lassen. Das habe ich auch gemacht. Und man hat dann eine Doppelinfektion festgestellt, aber es wurde abgestritten, dass das dadurch gekommen wäre. Man hat mir einfach platt unterstellt, ja, vielleicht hätte ich ja früher mal Drogen genommen. Und damit war das Thema erledigt. Das heißt, ein Arbeitsunfall ist noch nicht mal als Arbeitsunfall anerkannt worden. Nun ist mir ja Ähnliches auch in meinem Pflegeberuf passiert, im Zweitberuf wohl bemerkt, dass ich durch eine Kanülenstichverletzung eine Hepatitis C-Infektion auch mir zugezogen hatte. Und es kommt noch schlimmer. Ich kenne sogar eine Internistin, eine Ärztin, die hatte in der Notfallversorgung eines Patienten auch eine Kanülenstichverletzung. Leider bei einem Patienten, der an AIDS erkrankt war. Und diese Ärztin ist inzwischen auch an Hepatitis C und AIDS erkrankt. Ja, das ist schon schlimm. Ich finde das auch schlimm, was für Gerüchte über Hepatitis C so verbreitet werden, weil es wird immer gesagt, dass Hepatitis C durch Geschlechtsverkehr übertragen wird. Das ist einfach eine Lüge. Und ich glaube, dass damit vertuscht werden soll, dass zum Beispiel bei Zahnreinigungen, da kann man das sehr gut übertragen. Also das überträgt sich Blut in Blut. Das heißt parental, glaube ich, oder so. Und das kann natürlich durch gerade durch Krankenhäuser und sowas wird das am meisten übertragen. Oder vielleicht auch Tätowierungen, Piercings. Aber wenn ich manchmal da so diese hygienischen Zustände sehe bei Zahnärzten, dann kann ich mir gut vorstellen, also kann ich nur jedem empfehlen, nicht unnötige Zahnreinigungen zu machen zu lassen. Weil das wird gar nicht richtig desinfiziert. Das müsste schon eine Stunde irgendwie bei, ich weiß nicht, 90 Grad müssten diese, ich sag mal, Zahnarztwerkzeuge desinfiziert werden und also da wird mal oft sehr schluderig gearbeitet. Hatten Sie auch schon mal in der Zahnarztpraxis gearbeitet oder woher kommen diese Erfahrungen? Nee, ich weiß das, weil ich mal einmal Zahnreinigung machen lassen habe und dabei ist auch Blut geflossen, weil die an mein Zahnfleisch gekommen ist. Die Dame hatte keinen Mundschutz, nichts um und als ich sie darauf angesprochen habe, weil es kann ja auch sein, ich weiß ja nicht, wenn mein Blut vielleicht bei der ins Auge kommt, ob das dann auch schon vielleicht ansteckend sein kann. Da hat sie mir einfach nur frech geantwortet, das würde mich überhaupt nichts angehen. Und da habe ich gesagt, das geht mich sehr wohl was an, weil ich schon diese Krankheit habe und kein Interesse daran habe, vielleicht von Ihnen durch so eine Art von Behandlung möglicherweise noch AIDS zu kriegen, weil Sie sich da vielleicht mit angesteckt haben, wenn Sie so arbeiten. Ne? Also das, da sind schon manchmal ganz schöne, schlimme Zustände in Krankenhäusern und sowieso, ne? Dass man sich eigentlich größtenteils eher durch Krankenhäuser und Arztpraxen wahrscheinlich damit anstecken kann. Das ist jetzt eine These, eine Theorie, die wir so natürlich nicht bestätigen können und einfach mal so im Raum stehen lassen. Und dann wird man noch wegen der, dann wird man noch gemobbt wegen der Krankheit, weil viele Ärzte davon keine Ahnung haben, dass die einen, wenn man das dann sagt, dann einen auch noch schlecht behandeln oder Angst haben und einen dann versuchen, auf eine ganz komische Art aus ihrer Arztpraxis rauszumobben. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals erlebt. Und ein AIDS-Kranker, der darf seine Krankheit verschweigen, der braucht das nicht sagen, während ein Hepatitis-C-Kranker die Krankheit angeben muss. Das sind natürlich bemerkenswerte Unterschiede, die Sie da festgestellt haben. Wie ist es denn als Hartz-IV-Empfängerin, als Bezieher von Sozialhilfeleistungen? Ist die medizinische Versorgung aufgrund einer schweren Erkrankung ausreichend? Können Sie das so bestätigen oder wie sehen Sie es? Die medizinische Versorgung, würde ich mal sagen, ist gleich null. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann regelmäßig eine Blutuntersuchung machen und Leberwerte testen. Aber das Mittel, was es nur in natürlicher Form gibt, aus der Mariendistel erzeugt, was sich zum Beispiel Silmarin nennt, was die Leber unterstützt, nachweislich, das bekommt man einfach überhaupt nicht mehr. Das heißt, und eine gute Ernährung. Ich muss ja eigentlich mein Immunsystem stärken, weil Hepatitis C-Krankheit ist ja hat man ja jeden Tag. Also das heißt,
Jeden Tag arbeitet der Körper gegen die Viren, die sich ja auch immer wieder verändern. Und der Körper hat ja keine Pause und könnte natürlich sehr gut eine Unterstützung in Form von Silmarin gebrauchen, aber das Medikament bekommt man einfach nicht. Man bekommt überhaupt nichts. Und hat natürlich auch keinen Anspruch auf Vollwertkost, um sein Immunsystem zu stärken, weil das einfach eben halt in diesem Katalog nicht vorkommt. Ne? Also es kommt im Leistungskatalog also nicht vor? Nee, überhaupt nicht. Und das Einzige, was ihm bleibt, ist ab und an mal die Leberwerte kontrollieren lassen und sonst nichts? Ja, genau. Man kann sich als Hartz-IV-Empfänger noch nicht mal vernünftige Getränke kaufen. Wenn ich mir eine Flasche Volvic oder Vitell hole, das ist Wasser ohne Kohlensäure, das kostet ja schon 1 Euro am Tag. Das sind ja schon 30 Euro. Also werde ich noch dazu gezwungen, vielleicht hier Leitungswasser aus alten verrosteten Leitungen zu trinken, was mir teilweise überhaupt nicht bekommt und eventuell auch noch sehr kalkhaltig ist. Ich glaube nicht, dass das besonders gesund für die Leber ist. Darf ich fragen, sind bei Ihnen denn Leberschädigungen festgestellt worden? Bei mir ist beispielsweise nach der zweiten Leberpunktion ja ein Leberschaden auch festgestellt worden. Wie sieht das da bei Ihnen aus? Also ich habe auch erhöhte Leberwerte und leichte Vernarbungen auf der Leber. Und ich meine, wenn ich mich gesund ernähren könnte oder zum Beispiel auch regelmäßig in die Sauna gehen könnte, was ich eigentlich als Grundbedürfnis von Menschen ansehe, und dass es mir dann wesentlich besser gehen würde. Denn in einer Zeit, als ich gearbeitet hatte und genug Geld hatte und in die Sauna gehen konnte, mir Medikamente leisten konnte oder die noch bekommen habe, also da habe ich überhaupt nichts gehabt. Da habe ich super Leberwerte gehabt und alles. Und einmal konnte man die Virenlast schon fast gar nicht mehr feststellen, so niedrig war die. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ein kranker Mensch, ein immungeschwächter Mensch natürlich eine sehr hohe Virenlast hat und dann natürlich dementsprechend extrem ansteckender ist. Na? Und dann vielleicht diese Krankheit dann sogar noch verbreiten kann durch kleine Verletzungen oder so, wo sich vielleicht dann jemand anders mit dem Blut infiziert. Aber das wird ja alles nicht beachtet. Bevor jetzt hier die Massenpanik in Deutschland ausbricht, es ist nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gesichert, dass Hepatitis C, und ich hatte dazu ja auch schon mehrere Fachbeiträge veröffentlicht als Journalist, in Zusammenarbeit mit dem Center for Diseases Control, United States of America, also mit einem amerikanischen Institut für Gesundheitskontrolle, ist Hepatitis C nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen nur über direkten Blut-zu-Blut-Kontakt möglich. Ja, genau. Also es ist immer Blut erforderlich. Das können Verletzungen sein. Man sollte Zahnbürsten nicht gemeinsam benutzen. Doch welcher Mensch macht das in der Regel schon? Also das oder Rasierklingen und sowas. Sollte man auch nicht gemeinsam benutzen. Ist auch gefährlich. Mhm. Und da ist Blut im Spiel. Das sollte man nicht machen. Da sollte man sehr aufpassen. Beim Husten, beim Türklinken drücken und beim Händeschütteln und auch beim sanften Berühren kann nichts geschehen. Also man kann sich dadurch nicht anstecken, Also ich würde da gerne nochmal eine Bemerkung machen. Ich habe seit 98 habe ich diese Erkrankung und ich bin seit über 10 Jahren schon mit einem Mann zusammen, mit dem ich auch Geschlechtsverkehr habe. Der ist selber im Sicherheitsdienst, der muss sich selber regelmäßig auf diese Krankheiten untersuchen lassen und der hat gar nichts. Also ist das auch durch Geschlechtsverkehr nicht ansteckend. Das ist einfach eine Lüge. Wie zum Beispiel Bild-Zeitung schreibt die Sexseuchen des 21. Jahrhunderts. Also ich finde das einfach eine Unverschämtheit. Sowas, dass dann Panik erzeugt wird. Das ist einfach eine Frechheit. Und die Krankheit an sich ist ja eigentlich auch gar nicht mal jetzt so schlimm. Ich habe ja da gar nichts von gemerkt, in dem Augenblick, wo ich die Möglichkeit hatte, gesund zu leben. Und dazu gehört eben auch, dass man vielleicht in der Sauna auch mal entgiften kann, aber mit Hartz IV ist das einfach alles nicht mehr möglich. Radio IBS Leeds mit einem Sonderbericht zum Thema Hartz IV und eine Frau, die seit mehr als einem Jahr intensiv nach Arbeit sucht. In der Regel, wenn man dann in einem Berufsfeld keine Anstellung findet, ist es ja auch so, dass die Arbeitsvermittler und Arbeitsvermittlerinnen der zuständigen Arbeitsagentur vielleicht in Erwägung ziehen,
in einem anderen Berufsbereich zu arbeiten. In welchen Richtungen haben Sie denn dort nachgeschaut, versucht, einen Arbeitsplatz zu finden? Als was haben Sie sich noch beworben? Nur im Baubereich oder haben Sie auch noch versucht, andere Berufsfelder für sich zu erschließen? Also ich hatte, weil ich das ganz gerne machen würde, so als Obstverkäuferin mich beworben, aber die wollen alle nur Schwarzarbeiter haben und können auch nur ganz wenig bezahlen. Und dann hatte ich mich in der, öfters jetzt schon in der Fabrik beworben. Da hatte ich vor Jahren auch mal gearbeitet und hatte da auch einen sehr guten Stundenlohn. Das war ungefähr auch vor 10 Jahren. Hatte ich mal im Sommer über in der Fabrik gearbeitet bei Sprengel. Das gibt es leider nicht mehr und hatte da schon 2.400 D-Mark netto bekommen. Jetzt hatte ich mich in der Fabrik beworben. Jetzt würde ich nur noch 650 Euro bekommen. Also bin ich immer noch Hartz-IV-Empfängerin bei Akkordarbeit und 40-Stunden-Woche. Also hat das ja gar keinen Sinn, wenn ich aus Hartz IV rauskommen möchte, dann da anzufangen. Das geht ja gar nicht. Wie ist da habe ich ja gar nichts von. Wie ist das zu verstehen? 40 Stunden Akkordarbeit und 650 Euro? Netto, ja. Das läuft meistens jetzt über Zeitarbeitsfirmen auch und die sind, wie gesagt, in Deutschland sehr, sehr unsolide. Also, als ich in Mannheim wohnte und in Ludwigshafen wohnte, kosteten die ein kleines Zimmer schon 300-400 Euro. Was kostet ein Zimmer in Hannover? Also ich habe jetzt hier eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und bezahle 390 Euro mit den Nebenkosten und dann kommen halt noch Heizkosten und Strom dazu. Ich komme hier auf 500 Euro knapp. Das heißt, da würden dann 100 Euro, 150 Euro bei 650 Euro Einkommen im Monat übrig bleiben, um irgendwie versuchen zu überleben. Bei Vollzeitarbeit, Akkord. Genau. Wie ist das denn möglich? Tja, der Staat macht es möglich, weil Deutschland ja fast das einzige Land in Europa ist, wo es diesen, ich würde mal sagen, das Mindestgehalt nicht gibt. Von einem Mindestlohn halte ich nichts. Denn als Zimmermädchen stand in meinem Vertrag, dass ich 7,68 Euro die Stunde bekomme. Aber Tatsache war, dass ich manchmal wirklich ungelogen für 1,50 Euro brutto gearbeitet habe, weil ich musste ein Hotelzimmer in 7 Minuten sauber machen. Das war im ETAP-Hotel. Also bin ich ja auf die 7,68 Euro gar nicht gekommen. Und den Flur saugen, Aufzugtüren sauber machen, das wird alles zählt alles gar nicht dazu. Man bekommt nur die Zimmer bezahlt. Und man muss, um auf den Stundenlohn von 7,68 Euro zu kommen, ein Zimmer in 7 Minuten sauber machen, mit allem drum und dran. Und das ist als Putzfrau, Reinigungskraft mittlerweile teilweise genauso, dass man nur noch auf diesen Stundenlohn kommt, wenn man eine bestimmte Zeit einhält. Und das wird dann so knapp bemessen, dass das gar nicht zu schaffen ist. Also gibt es hier Leute, die für 3,50 Euro brutto in Deutschland arbeiten und schwere Arbeit machen. Und das ist sehr traurig, deshalb bin ich für ein Mindestgehalt. Mindestgehalt sagt einfach nur aus, dass wenn ich in der Woche 40 Stunden arbeite und 4 Wochen halt, also einen Monat dann durcharbeite, dass ich dann wenigstens auf Mindestgehalt, denke ich, schon von 1.200 Euro netto kommen sollte. Ne? Also damit man da überhaupt von leben kann. Wenn man sich so Ihren Lebenslauf ansieht, dann kommt man aus einer gewissen Bewunderung und auch aus einem gewissen Respekt gegenüber Ihrer Person ja nicht heraus. Sie haben neben all diesen Schwerstarbeitserfahrungen auch noch ein Studium absolviert. In welchem Bereich haben Sie studiert? Also ich habe Kulturpädagogik, Theater, Literatur und Medienbereich habe ich 2 Jahre studiert, bis ich dann diese Hepatitis C-Erkrankung bekommen hatte. Und das habe ich eigentlich auch nur angefangen, weil ich nach der Bauarbeit und diesen ganzen Diskriminierungen vom Staat und vom Gewerbeaufsichtsamt, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben und auch meinen Chefs das Leben zur Hölle gemacht haben, bin ich dann aus dem Baubereich erstmal rausgegangen, weil zu der Zeit dann auch Flaute am Bau war und die Männer auch schon keine Arbeit mehr bekommen haben. Und dann habe ich einfach gedacht, dass ich mal was Schöngeistiges machen möchte. Und hatte mich dann in Hildesheim für Theater, Literatur und Medien interessiert, was auch eigentlich ein sehr schönes Studium ist. Aber wie gesagt, ich konnte das nicht zu Ende machen und bin dann eine Zeit lang in den EDV-Bereich übergewechselt. Das hatte ich vom Arbeitsamt eine Umschulung bezahlt bekommen als Netzwerkverwalterin und musste mir dann mit 35 anhören, dass ich zu alt für den Bereich bin. Also das ist dann auch schon heftig gewesen. Ich hatte da 2 Jahre einen sehr guten Job, ja.
Die Arbeitserfahrung, die Lebenserfahrung wird nicht gewürdigt? Nee, also das haben die mir vom Arbeitsamt gesagt. Ich hatte einen sehr guten Job für 2 Jahre, aber das war im UMTS-Bereich und das hat ja alles nicht geklappt. Und dann war ich arbeitslos und hätte eine sehr gute Stelle bekommen können, auch über so eine Zeitarbeitsfirma, aber gut bezahlt bei VW als Supporterin. So, das hätte ich aber nur bekommen, wenn ich vom Arbeitsamt nochmal so einen kleinen Microsoft-Kursus bekommen hätte. Und die haben mir dann gesagt, nö, sie sind jetzt zu alt für den EDV-Bereich, sie kriegen das nicht mehr. Da war ich 35. Und 2,5 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher haben die mir noch diese teure Umschulung bezahlt. Das ist auch ein Witz gewesen. Und dann habe ich noch einen Mann getroffen, der Handwerker war, der schon über 40 war und den hat man diesen EDV-Microsoft-Kursus aufgedrückt, der das gar nicht wollte. Also da sind unglaubliche Zustände. Wie sieht denn jetzt die Perspektive für den Rest des Wie sieht denn jetzt die Perspektive für Sie aus für den Rest des Jahres 2008? Tja, also ich habe mich jetzt bei mehreren Firmen übers Internet beworben. Allerdings nur fürs Ausland, weil in Deutschland habe ich die Hoffnung aufgegeben. Na, also als Maurerin in Österreich, Schweiz. Aber es ist halt immer das Problem, erstens mal, dass ich eine Frau bin, mit den Unterkünften oft. Und ansonsten habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den ersten Monat über die Runde kommen soll, weil ich werde als Hartz-IV-Empfängerin einfach nicht unterstützt. Ich könnte mir höchstens vielleicht noch einen Kredit aufnehmen vom Jobcenter, aber das ist oft so kurzfristig. Die wollen dann innerhalb, dass man innerhalb von 2-3 Tagen dann schon auf der Arbeitsstelle ist, weil das auch über Zeitarbeitsfirmen und Personalvermittlungsfirmen läuft. Und das ist fast unmöglich zu schaffen, dann in den 2-3 Tagen da alles zu regeln. Und ich kann ja nicht irgendwo arbeiten und stehe dann am Monatsanfang schon ohne Geld da. Als Arbeitslosengeld 1-Empfänger hat man das Problem nicht. Ich fühle mich als Hartz-IV-Empfänger wirklich diskriminiert und ich sehe das eigentlich auch nicht ein, dass hier Unterschiede zwischen ALG 1 und ALG 2 gemacht werden. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Und ich frage mich auch, was mit den 40 Milliarden Überschuss, was die Agenturen, die Argen und so gesammelt haben, was damit passiert. Und ich verstehe das auch nicht, warum ein Eurojobber, warum Vereine, die einen Eurojobber einstellen, zwischen 500 und 1500 Euro im Monat bekommen oder in Altenheimen, dann sollen die doch lieber diese 1500 Euro den Arbeitslosen geben und sozusagen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen daraus machen. Das sind interessante Ansätze, interessante Ideen, um ernste Probleme in Deutschland zu lösen. Aus all den Erfahrungen, die Sie in Deutschland sammeln mussten, muss man beruflich betrachtet Deutschland verlassen, um zu überleben? Das kommt drauf an, wenn man Politiker oder Beamter ist, nicht. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Man hat ja hier auch später gar keine Rente. Ich kann ja nicht mit 70 noch putzen gehen. Oder was ich immer häufiger sehe, was mir in der Seele wehtut, dass ich hier alte Omas größtenteils sehe, die sich Essen aus der Mülltonne rausholen. Das finde ich großartig. Weil die einfach selber keine Rente haben zum Überleben. Das kann es einfach nicht sein. Das heißt, Sie haben mit eigenen Augen... Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, Entschuldigung. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie alte Menschen, also Rentner und Rentnerinnen, Essen aus der Mülltonne in Deutschland, in Hannover, suchen? Ich wohne hier gegenüber, da sind so Altenwohnungen. Das ist kein Altenheim, sondern Altenwohnungen. Die haben da auch noch so einen Notknopf. Die haben da aber ihre eigenen Apartments und dahinter stehen die Mülltonnen von Edeka. Und da gehen regelmäßig die alten Leute hin, mehrere, und holen sich da das Essen aus der Mülltonne raus. Das ist schlimm. Anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Und das werden immer mehr. Sowas habe ich vor Jahren hier nicht gesehen. Das werden immer mehr. Und einmal haben sich sogar da Leute, zwei alte Frauen da noch um Weintrauben gestritten an der Mülltonne. Ich habe es wirklich nicht mehr geglaubt. Ja, das ist schlimm. Ich finde das auch schade. Ich fühle mich auch irgendwie so, als wenn man mich hier aus Deutschland rausekeln würde. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe hier keine Zukunft. Meine Zukunft würde einfach nur Altersarmut bedeuten.
und eben halt jetzt sowieso auch schon die Armut, aber im Alter dann ja auch noch. Wenn ich jetzt in der Fabrik für 650 Euro arbeite, jetzt kommt ja auch nichts in der Rentenkasse. Dann bin ich als alte Frau, wahrscheinlich muss ich dann auch noch in eine Mülltonne da Essen raussuchen. Das kann ja wohl nicht die Perspektive sein, zumindest nicht die normale Perspektive sein. Wie ist das zu erklären? Haben Sie Ansatzpunkte? Wie konnte es so schlimm kommen, dass es fast ähnliche Zustände wie nach dem Zweiten Weltkrieg sind? Ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass seit Ost- und Westdeutschland sich wieder vereinigt haben, einige Stasi-Methoden hier rübergeholt wurden. Und also dann ist der Euro noch eingeführt worden, diese ganze europäische Gemeinschaft und Union. Das hat ja im Grunde genommen eigentlich auch nur den Wirtschaftsbossen geholfen, sich besser zu globalisieren. Und die Schweiz, die hat mal einen Artikel gehabt, da stand drin, dass Deutschland eigentlich schon so ein China Europas geworden ist. Wir haben ja bald, wenn das weiter so geht, Zustände wie in China. Dass man eigentlich nur noch für Essen arbeitet und am liebsten sollen die Leute noch mit 10 Leuten in einem kleinen Raum wohnen, so wie in China. Man geht eigentlich nur noch für ein bisschen zu essen, arbeiten, dass man sich die billigsten Lebensmittel, die vielleicht noch krank machen, da kaufen kann. Ich hatte letztes Mal auch schon so einen Artikel rumgeschickt von mir über die Tafeln, dass Leute im Grunde genommen Müll für Müll noch Geld bezahlen, weil an den Tafeln wird oft Müll rausgegeben. Im Grunde genommen kann ich dann genauso wie die Omas hier an die Mülltonne gehen und mir da das Essen besser raussuchen. Also es ist einfach dieser Raubtierkapitalismus. Es ist bekannt, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das nennt sich Globalisierung. Und wenn natürlich die Löhne gedrückt werden, dann braucht man ja später auch den Leuten kaum noch Rente zu bezahlen. Und Rentner können sich ja auch oft nicht mehr so gut wehren in dem Alter, dass die zum Beispiel Demonstrationen machen können oder so, weil sie dann meistens ihre Knochen von der Arbeit auch schon kaputt haben, sodass viele schon gar nicht mehr richtig laufen können. Wohin sollen diese Entwicklungen führen? Wie muss man sich das Deutschland der Zukunft im Jahr 2020 vorstellen, 2020? Vielleicht wie in Amerika, in den schlimmsten Gegenden von New York, wenn das weiter so geht. Weil es ist ja schon so, dass wenn die Leute vernünftig verdienen, also so wie vor 10, 20 Jahren, war das in Ordnung, war das gut in Deutschland. Da konnte jeder für seine Arbeit, hat noch Geld bekommen. Wer Geld verdienen wollte, konnte auch Geld verdienen und es war nicht dieser Neid. Aber wenn man jetzt arbeitet und verdient kein Geld mehr und weiß kaum, wie man über die Runden kommen soll, dann verändert sich der Mensch auch vom Charakter her. Der Mensch wird dann neidisch, missgünstig, vielleicht kriminell, aus Not. Wo soll das hinführen, diese Hoffnungslosigkeit? Wenn es immer mehr Menschen gibt, die nichts mehr zu verlieren haben, dann wird es auch immer mehr Menschen geben, die vielleicht in die Kriminalität abrutschen. Und als Hartz-IV-Empfänger wird man ja schon fast kriminell gemacht. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie ich überleben soll und würde Schwarzarbeit machen, bin ich kriminell. Wenn ich zu einer Bewerbung will und kriege nicht schnell genug vom Jobcenter vielleicht da Bewerbungskosten, was man ja sowieso kaum noch kriegt, und fahre aus meiner Not schwarz mit der Straßenbahn, was ich auch schon mal gemacht habe, ja, und dann werde ich auch noch erwischt, dann bin ich ja auch schon fast kriminell, wenn ich das mehrmals mache. Ich weiß nicht, also ich würde mal sagen, dass man als armer Mensch einfach irgendwo in eine Richtung Kriminalität gedrückt wird, ob man das will oder nicht, irgendwann, wenn man nicht mehr weiß, wie man sich helfen soll. Da muss man ja Schwarzarbeit machen oder irgendwas. Wie ist das zu erklären? Wie ist es zu erklären, dass sich so wenige Menschen solidarisieren? Ich spiele jetzt ganz bewusst mit dem Gedanken an die Bewegungen in der ehemaligen DDR, als Millionen von Menschen, ohne dass ein Schuss gefallen ist, ohne dass es irgendwelche Gewalttaten gab, 1990 die Berliner Mauer zum Einsturz, zum Fall gebracht haben. Oder ein ganz anderes, exzellentes Beispiel, die Bewegung der Gewerkschaft Solidarność. Weshalb ist das in Deutschland möglicherweise zumindest heute oder in den letzten Jahren seit 2005, Hartz IV, nicht möglich?
Also ich habe mich am Anfang, als ich in Hartz IV gerutscht bin, ganz stark isoliert, hatte sehr extreme Depressionen und habe einfach nicht glauben können, dass sowas in Deutschland möglich ist. Und bin dann durch Zufall nur übers Internet, Gott sei Dank hatte ich noch Computer und Internetanschluss, an die Montagsdemo geraten. Jetzt hatte ich natürlich das Problem, dass ich ja noch nicht mal Geld hatte für eine Fahrkarte, um da hinzufahren. Und wurde dann mitgenommen. Die Leute, ich würde mal sagen, die sind so beschäftigt mit Existenzängsten. Teilweise schämen sich die Leute auch und wollen sich gar nicht öffentlich zeigen, dass sie vielleicht auch Hartz-IV-Empfänger sind. Und viele Leute geben sich auch die Schuld. Die haben noch dieses alte Denken, wer Arbeit will, bekommt auch welche. Aber es ist ja gar nicht mehr so. Man Arbeit kriegt man genug, aber man kriegt ja kein Geld mehr dafür. Und um politisch sich zu engagieren, braucht man Geld. Man muss Kontakte über Telefon halten und, und. Und das kostet alles Geld, auch politische Arbeit. Und wenn ich zu einer Demo fahren möchte, muss ich auch das Geld für die Fahrkarte haben. Oder muss ich vielleicht sogar noch Angst haben, dass da vielleicht Polizei kommt und ungerechtfertigt da vielleicht selber noch Gewalt erzeugt, wie das ja hier in Hannover bei der Montagsdemo auch abgelaufen ist, wo unbescholtene Bürger da auf der Polizeiwache geschleppt wurden, die gar nichts gemacht haben, außer da zu stehen. Also da stecken unglaubliche Ängste hinter. Die Leute wollen keinen Ärger haben, die sind einfach verängstigt und unsicher. Das ist der nackte Kampf um die Existenz und die nackte Angst um die eigene Existenz. Man traut sich ja noch nicht mal als Hartz-IV-Empfänger, wenn man jetzt, sagen wir mal, alleinstehend ist, eine Beziehung anzufangen. Das geht ja gar nicht mehr. Ich könnte ja noch nicht mal, wenn ich einen Freund jetzt kennenlernen würde, mit dem zusammenziehen, weil wenn der arbeiten geht, dann müsste der für mich aufkommen, obwohl wir uns vielleicht noch nicht mal lange kennen und uns kennenlernen wollen. Also es werden ja richtig die sozialen Beziehungen hier auseinandergeschlagen. Das ist sowieso eine Frechheit, dass es diese Bedarfsgemeinschaften gibt. Ich finde, jeder Hartz-IV-Empfänger sollte wenigstens diese 345 Euro bekommen. Dann könnte man sich einige Kontrollen und dergleichen einsparen. Und das sollte doch wohl jedem alleine überlassen sein, ob er sich mit diesem wenig Geld vielleicht in einer Wohngemeinschaft mit Leuten zusammentut, um besser haushalten zu können. Weil schließlich geht mein Hartz-IV-Geld sofort in Umlauf. Ich gebe das sofort im Geschäft wieder aus, wo andere Leute dann wieder von leben können. Also ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Ich habe das Gefühl, dass halt diese ganzen sozialen Beziehungen und so hier regelrecht auseinandergeschlagen werden sollen, damit die Leute isoliert sind und sich keiner mehr traut, sich zu wehren. Verantwortlich für die nachfolgende Produktion von Radio IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02 oder Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere und ausführliche Informationen zu den Programmen in Fernsehen und Radio von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, das bedeutet so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, finden Sie bei www.radiotvinfo.org. Am Mikrofon Andreas Klamm. Willkommen zu einer besonderen Ausgabe von XXL Info Pflege und Soziales. Kein Thema bewegt die Gemüter in Deutschland mehr als die Diskussion um sogenannte Transferleistungen, besser bekannt als Hartz IV oder ALG II. Mit dem Jahr 2005 kam die Änderung, die Sozialämter, wie sie früher bekannt waren, sind vielerorts verschwunden und seither gibt es immer wieder Frust und Ärger mit den Argen. Die Argen, das steht für Arbeitsgemeinschaften der Kommunen, Städte und Gemeinden, die zuständig sind für nahezu 10 Millionen erwerbslose Menschen. Das meint Menschen ohne Erwerbseinkommen,
durch Erwerbsarbeit. Andere nennen diese Menschen arbeitslos. Daran habe ich ganz große Zweifel, denn letztlich ist jeder Mensch auf die ein oder andere Weise tagtäglich mit irgendeiner Form von Arbeit beschäftigt. Sei es mit dem Einkaufen gehen, sei es mit dem Haushalt führen, mit dem Versorgen der Kinder. In erster Linie, so sehe ich es, geht es wohl mehr um die Frage dessen, ob Menschen ein Erwerbseinkommen beziehen können durch die Erbringung einer Arbeitsleistung. Viele Frauen beispielsweise leisten ganz enorme Arbeit im Haushalt, die von der Gesellschaft und der Öffentlichkeit in der Regel leider viel zu sehr anerkannt wird. Es gibt natürlich auch inzwischen alleinerziehende Männer mit Kindern, die ebenso auf bewundernswerte Weise Hausarbeit leisten, die in dieser Gesellschaft, weil es dafür kein Erwerbseinkommen in Deutschland gibt, oft nicht anerkannt wird. Heute geht es bei XXL Info Pflege und Soziales um das besondere Thema Hartz IV und Frauen in Deutschland. Und ich begrüße gleich am Telefon zugeschaltet und freue mich darauf sehr, eine ganz bemerkenswerte Frau. Sie ist eine, wenn nicht sogar die erste Maurergesellin in Deutschland. Sie heißt Beate aus Hannover und hat studiert, hat ganz enorm viel Lebenserfahrung. Sie ist eine super engagierte Frau, lebenserfahren, berufserfahren und sucht seit mehr als einem Jahr nach einer Erwerbsarbeitsstelle, das heißt nach einem Erwerbseinkommen, obgleich sie gesundheitliche Beeinträchtigungen hat. Beate spricht mit mir im Telefoninterview über ihre Erfahrungen als Frau in Deutschland, die diskriminiert ausgegrenzt wird in der Folge der im wahrsten Sinne des Wortes unsozialen Hartz-IV-Regeln. Es gibt sinnvolle Alternativen zu Hartz-IV, das ist das Grundeinkommen. Und wenn die Geschichte der Frau gehört wird und wenn man sich die Erfahrungen dieser bewundernswert engagierten Frau Beate aus Hannover darüber nachdenkt, was diese Frau leistet, dann, glaube ich, wird bei einigen Menschen, so hoffe ich, vielleicht das Herz geöffnet für die Idee, für die Vision des Grundeinkommens, das es möglich macht in Deutschland oder vielmehr möglich machen könnte, damit Menschen, seien es Frauen, seien es junge Menschen, seien es auch chronisch kranke und behinderte Menschen, in Deutschland nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und vor allem auch nicht ausgegrenzt werden. Hartz IV führt bei vielen Menschen zu einer ganz enormen und schrecklichen Isolation, zur Ausgrenzung und zur Benachteiligung, sodass viele der Menschen, die Hartz IV-Transferleistungen von der Agentur für Arbeit erhalten, eine Teilhabe am soziokulturellen Leben nicht mehr erleben können, beziehungsweise für diese Menschen nicht mehr möglich ist. Beate im Gespräch zum Thema Hartz IV und Frauen in Deutschland.